So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Ja, mein Headset ist mal wieder unglaublich laut. Ja, mal so nebenbei, ich habe Untertitel angemacht, weil mir wurde gesagt so, boah, Sparrix, ey, du laberst die ganze Zeit immer, wenn Dialoge da sind, auch wenn es asynchron ist. Ich würde ganz gerne mitbekommen, was da ist, ne? So. Denjenigen, den ich, ne, der mir das sagte und so, ich will dich damit jetzt nicht verarschen, nein, das ist ja... Ich hab, sagen wir es mal. Geh weg! Exorzisten-Scheiße! Gott! Hab ich mich erschrocken. Au. Du Asshole Splicer, du. Achso, nee, Moment. Ich muss erstmal gerade wieder ein bisschen klarkommen auf die Steuerung. Es ist leider ein bisschen länger her, dass ich. Geh! Warte, ich muss doch erstmal. Oh, du Asshole! Boah, du regst gerade richtig auf. Wie hielt ich mich nochmal? Mit H? Nein. Verdammt, wie war das noch? Ah, mit F, okay. ich muss nochmal ganz kurz steuerungmäßig eben was gucken. Hoppala. Ich kriege sie alle. Ah, genau, die F-Taste war's. Oder? Nein, ich konnte die doch noch irgendwie anders. S, okay. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern. Aber nicht von Wo bist du? Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau. Blablabla. Die Hände nicht schmutzig. Er lässt nur durchblicken, dass mit ihm Spaß ist. Okay. Ich habe meine Frau bei unserem ersten Rendezvous hierher gebracht. Okay. Ich bin wahrscheinlich für einen Spinner. Er geht mit einer feinen jungen Dame an einen so trostlosen Ort. Aber du kennst meine Mutter. Glaub ich, das ist jetzt alles mit den F-Tasten nochmal hier. Mensch. Ach so, genau, dafür brauche ich einen Code. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen. Och, Leute, ich muss mal echt ganz kurz eben in die Steuerung nachgucken. Oh, ich bin so dumm. Einfach nur mit Rechtsklick. Oh Gott. Ja, das passiert, wenn man eine Let's Play-Pause von einem Spiel macht. Aber ihr Anführer, dieser so blöd. Der kennt sich halt die Klappe. Ganz genau aus. Ich habe das, glaube ich, schon mal gerade gehört, irgendwie. Okay. Wir brauchen einen Code. Einen Code. Eine Türsteuerung. Ist kaputt. Einen Code. Den hast du noch nicht, okay. Einen Code. Wir packen uns voll. Hallo? Oh, shit. Seid ihr unter meiner Kontrolle oder? Bist du das? Seid ihr unter meiner? Bist du das? Ja. Wow! Hoppala! Ich. Nein, what the fuck? Fucking shit! Okay, geht ja wieder mal wunderbar los bei mir. Das ist ja. Mensch. Leute. Entschuldigt, dass ich so kacke bin im Bioshock. Das ist, ich mache das aber mit Absicht. Normalerweise bin ich ein übelster Pro in dem Game und ich mag halt keine, ne? Ihr wisst schon. Ich will halt nicht so angeben hier. Wo ist das Ding? Das hier bei euch. Fertig. Und jetzt pack sie dir. Oh! Boah, haut die mir das Ding richtig ins Gesicht. Eiskalt. Los, hilf mir. Blöde Maschine. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich werde dasselbe mit dir tun. Wo bist du? Erstmal einen Schluck Bier nehmen. Wo bist du? Ah, geh weg, du blöd! Oh, diese... Dieses blödes Kackding. Du standst mir gerade voll im Weg, ey. Oh, jetzt mach ich dich auch noch kaputt, du Asshole. Oh. Och, Mensch. Heute läuft gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wo ich lang muss. Wo ich lang will. Da ist auch schon wieder nichts drin. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Glaubte die Parasiten aus Moskau. Dun. Nee, will ich nicht. Ich glaubte dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen. Ich befolge alle sein. Oh, da ist jetzt auf Gelenk. Au. Ah. So, jetzt bin ich schon wieder fast da. Oh mein Gott. Sparrix, what the fuck are you doing? Oh, ein Riegel. Die
angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken. Sie stinken zum Himmel. Ja, ihr stinkt. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Ich weiß nicht wohin, oh mein Gott. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Sie kamen auch Fotos von Splice zu machen. Ja, das dachte ich mir. Aber irgendwie habe ich nicht... Ich muss doch irgendwie... Wo will ich denn hin? Achso, Fotografie, drei Spider-Splicer. Oh, scheiße! Ah, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder zurückkomme. Oder wo ich hergekommen bin. Yeah. Ja, das passiert, wenn man überhaupt keinen Plan hat von dem, was man eigentlich gerade tut. Ah, es ist immer dasselbe. Okay, bin ich hier gekommen? Nein! 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 Du bist zwar tot, aber ist mir egal. Ich habe mich sowieso schon gefragt, warum du so komisch leuchtest. So, abgemacht. Ziel erreicht. Fotografiere das Spider. Slicer. Spider Slicer. Ah, okay. Fortschritt. Jetzt kommen wir. Do. Ich was. Oh. Stellt die mir mein Ohr erstmal voll. Du verrückte Kudo. Meine Frau Moira gibt mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles. Tja, wer Moira heißt, der kann einem auch nur auf den Geist gehen. Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Pfff, komm mal klar jetzt! Wow, wow, hey, hold your horses! What the? Hallo? 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 Hey, 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 hey! What the f... What the... Ihr seid doch echt bekloppt in der... Was macht ihr denn zum Teufel? Wo seid ihr? Das ist ein... Big Daddy! So, erstmal gucken. Wo ist der Rest von euch? Ich ja auch nicht, deswegen zeig dich jetzt. Wo bist du? Stockwerk 1, 2, 3, 4, 6. Ich such die jetzt. Ich will wissen, wo die ist. 12, 13, 34, 30. Bist du oben? Ha. Okay, gut, dann gehen wir, denke ich, auf in den Kampf gegen den Big Daddy. Wo bist du hin? Hallo? Chef? Was machst du da? So, erstmal wie immer speichern, ne? Besser ist das. Besser ist das, sonst gehe ich noch kaputt gegen den. Und... Attack! Ah! Ah, 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 ah! Oh! Ja, ich nutze ja schon Verbandskasten. Hör auf mich zu nerven! Geh! Oh, damn it! Nein, ich will hin. Hier wollte ich gar nicht hin. Laden. Da. Yes. Moment, wo hat er einen Quicksave gemacht? Oh, ich baue nur Blödsinn gerade. Das ist echt unglaublich, Leute. Mann. Okay, ich brauche eine andere Taktik gegen den. So ein Raketenwerfer, so ein Granatwerfer meine ich. Ah, fuck off, wir kriegen das schon hin. Boah, da hat er sich jetzt aber echt schnell gedreht. Und wir haben wieder Soundlags. Boah, fuck it. Nein, jetzt dauert das wieder so lang. Oh, come on. Fuck you, ey. Ja. Ach, kacke.
gibt es nicht. Moment, ich muss mal ganz kurz wieder das nachgucken. So eine Scheiße wieder, ey. So, nächste Waffe, bla. Schnell speichern, schnell laden. F8, F9, okay. F8, schnell speichern. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich gegen den da jetzt ankomme. Hallo? Hui! Level up! Rosie, erhöht der Schaden. Rosie sind anfällig auf panzerbrechende Munition. Okay, panzerbrechende Munition. Panzerbrechende Munition habe ich. Okay. Nochmal Quick Save. Okay, Rosie. Die! Boah, und treffen müsste man können. Oh, fuck you, ey, ganz ehrlich. Oh, jetzt bin ich da auch noch leer. Nein, wir laden das ganze Ding. Oh mein Gott, ich komme hier schon wieder so hart auf hier. Habe ich hier nichts? Explosivschrott. Panzerbrechen habe ich auch nur 19. Außerdem ist keine Little Sister hier anwesend. Das nervt mich ein bisschen gerade. Fuck you. Piss dich. Hau ab, hau ab. Komm, schmeiß mir nochmal so eine Bombe hin. Komm mal. Fick dich. Oh, nein, oh, Mann. Jetzt muss ich auch noch nach. Ey, ich könnte so kotzen. Das Game regt mich gerade so hart auf. Das Game regt mich gerade richtig hart auf. Ja, komm, lad am besten noch ein bisschen länger nach. Oh, Himmelarsch. Fuck, Mann. So ein beknacktes Stück Arsch wieder. Das ist doch... Es ist so lächerlich. Mensch, ich geh nochmal back und kauf mir ganz viel Kacke jetzt. Wie meine Augen. Hör auf zu heulen. Zu lachen, das auch. Oh, bla, bla. Ganz normale Scheiße hier. Und ich habe auch nur 21. Das ist so herrlich. Nur 21 Dollar. Was soll ich mir davon holen? So, hacken wir den Kack einmal eben fix hier. Leute, ich bin gerade irgendwie echt stinkig hier. Ich bin gerade unglaublich sauer. Das Spiel regt mich gerade schon wieder so an. Oh Mann! Asshole Game. Dagestan. So. Super, das Heilen kostet 10 Dollar. Wunderbar. Mehr kriege ich davon auch nicht raus. Das heißt, ich kriege nichts zum Healen. Aber ich würde den Big Daddy trotzdem ganz gerne platt machen können. Halt die Klappe. Ist hier nichts? Du Ficker! Ey! Ey! Ja, das ist halt einfach gerade alles echt irgendwie unglaublich doof. Hier ist nichts, ich hab nichts. Da ging's doch nicht anfällig. Wir haben gesucht eine Panzergranate. Aha, aha, aha. Ich tu den Leuten weh, den ich wehtun will, ja? Also. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Komm auch, ich bin sowas von bereit für dich. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7.
Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Oh, du Missgeburt! Oh mein Gott! Das ist doch jetzt nicht wahr! Ey, komm schon! Oh. Ich dreh gleich richtig durch. Ich hau da jetzt alles weg auf den. Was stand mir da jetzt wieder im Weg? Oh mein Gott. Yes! Oh, armer Spec-Daddy Rosie-Kindchen, na na na. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Moment. Die habe ich schon alle gerettet, oder? Ja doch. Warum zum Teufel töte ich dann diesen blöden Big Daddy? Leute, ich glaube, ich habe wirklich, ohne Witz, ich habe ja den kompletten Little Sister doch gerettet, oder nicht? Und was soll ich da mit dem Horst? Ey, nee, komm, nein, nein, ey, ohne Witz. Leute, es ist, nein. Ich klatsche mir dafür gleich selber ordentlich hier gegen den Kopf. Das ist einfach unglaublich wieder blöd, ohne Ende. Ab da, in die Station, Asshole. Ach. Neues Tunikum, Ranch Lurka. Wenn Sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als Sie, müssen Sie jeden Vorteil nutzen, den Sie bekommen können. Mit Ranch Lurka sind Sie im Vorteil, wenn Sie Ihre Gegner unvorbereitet treffen. Das ist gut. Dämpft deine Schritte und erhöht bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Nahkampfangriffe. Opala, jetzt habe ich meine Körperpanzerung weggemacht. Ganz ruhig. Wo ist denn hier Körperpanzerung? Nützt sich an allen gefährlichen Lebenslagen und bietet einen fantastischen Schutz gegen Beulen und Quetschungen. Seien Sie kein Softie, besorgen Sie sich unseren Körper. Ah, fuck off. Mehr Damage! Komm her! Splicer Fight, come on! Come on, come on, come on, komm da runter, come on, come on! Come on, 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 komm da runter! Come on, come on, come on! Bleib mal da. Yes, das hat dir wehgetan, hä? Wada! Wo bist du? Wow, 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 wow. Bitch. Komm. Komm runter. Warte. Oh, fuck you, Mann. Komm da jetzt. Du Miststück. Du bist doch eigentlich nur... Ey. Das Spiel regt mich gerade schon wieder so hart. Verdammte Kacke. Auf hier! Mann! Das Spiel wird immer beknackter, beschissener, ohne Ende. Aha. Wir sehen maximale Gesundheit. Ja, bitte. Bitte! So, dann speichern wir den Kacke. Oh, ich bin gerade schon wieder so gereizt von dem Game. Das ist unglaublich, ey. Und ich werde nur noch Big Daddies mit ihren kleinen Little Sistern umnocken. Die anderen sind mir so kackegal. Hier, du Bob, ich hab deinen Grotz. Hallo? Ich hab schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Dann mach das mal. Ich warte so lange hier. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Ah, Mann. Es ist immer dasselbe mit euch.
Alle? Was ist das denn hier? Oh, da komme ich gar nicht ran. Ja. Oh, warte. Ohne Momento. Ich brauche ganz kurz hier mein Abfackeln. Gegen das Eis eben mal ganz fix. Daneben. Wunderbar. Hacker-Fokus. Ein weiteres beliebtes Gen. Donicom. Der Hacker ist mal Produktion. Er schafft Fallen in Sicherheitssystem. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Brauche ich nicht. Ganz ehrlich. Brauche ich nicht. Ab rein damit. So, Genbank. Ich würde den ganz gerne, hier. Mein Winter Blast gegen den hier austauschen. So, dann geben wir unsere Waffen auch mal ab. Außer die Rohrzange, okay. Dann speichern wir das Game hier. Und ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß als ich in diesem beknackten Bioshock-Part. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part von Let's Play Bioshock. Also bis dahin, euer Sparrix. Toodaloo.